Chaos! Ich glaube, ich brauche eine größere Kiste, denn meine Aussortierkiste, aufgebrauchten Aussortiert, ist schon voll. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Saskia und ich freue mich sehr, dass ihr euch hierher verirrt habt. Ich schiebe dieses Video, ich weiß nicht wie lange, schon vor mich her, weil ich weiß, dass es einfach länger braucht und ich nicht die Motivation dazu hatte. Aber ich habe so Bock drauf, denn es ist Zeit, ihr habt zum Titel schon gelesen, wir müssen meine Schminkschublade deklattern. Das mache ich ja eigentlich regelmäßig, eigentlich so alle 2-3 Monate. Ich glaube, hier sind jetzt schon 4 oder 5 drin. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte hochgeladen habe und dann ist ja auch immer noch ein bisschen Zeit davor. Und bestimmte Sachen habe ich mir jetzt wirklich übersehen und ich habe so Bock, hier neue Sachen reinzumachen. Wir gehen also meine einzelnen Abteilungen hier durch, was auf dem Tisch auch noch so rumsteht, denn Fun Fact, ihr seht da so mehrere Kisten stehen, da ist alles neues Make-up drin, was ich so die letzten Monate sich bei mir angesammelt habe und ich benutze das immer schon so nebenbei, aber mein Tisch ist gar nicht groß genug, um diese ganzen Kisten dahin zu stellen. Und dann kann ich das endlich einsortieren. Woohoo! Genau, denn ich versuche mich immer regelmäßig hier durchzutesten, um so ein bisschen eben Sachen zwar auch leer zu machen, aber eben auch wieder mal ein bisschen Wechsel zu haben, euch andere Produkte zu zeigen. Und wir starten mit Primer. So, ich habe tatsächlich in den letzten Monaten noch einige Primer alle gemacht. Das habt ihr in meinem aufgebrauchten Ausgedient gesehen. Ich glaube, allein im Dezember und November habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Primer leer gemacht. Also hat es sich echt gelohnt. Ein Primer, den ich extra nochmal reingemacht habe, aber irgendwie auch nicht benutzt habe, weil ich Sorge hatte, dass er mir tatsächlich Stress macht. Und so schön ich ihn finde, er hat bei mir immer für Krümel auf dem Gesicht gesorgt. Deswegen geht er jetzt, ja, gute Frage, wohin er geht. Vielleicht nochmal in mein anderes Paket. Ich habe ja aktuell 2 Wanderpakete. Ich denke, das wird ins 2. Wanderpaket kommen. Denn in meinem Trashy ist es schon einmal zurückgekommen. Und zwar ist es der Maleficent Primer aus der Catrice Villains LE aus dem letzten Jahr. Und der hat bei mir leider dazu geführt, dass er sich eben abgerollt, also dass sich mein Make-up danach abgerollt hat. Ich habe das wirklich mit verschiedenen Foundations probiert, mit verschiedener Pflege drunter, auch einmal komplett quasi pflegefrei. Und ich weiß, in dem ersten Testvideo, ich bin fast irre geworden. Und wie gesagt, ich habe dann noch Chancen gegeben, aber ich werde ihn jetzt weitergeben. Hier steht neben mir auch meine Kiste mit den Sachen, die ich dann immer so aussortiere. Das kommt jetzt hier nämlich gleich rein. Wovon ich immer noch ein großer Fan bin, auch wenn ich sagen muss, von der Konsistenz her ist es nicht so ganz meins, ist der Soft Glam Filter Fluid Glow Booster von Catrice. Der war ja letztes Jahr im Sortiments-Update. Und ich finde den super, ich mag den wirklich, aber er könnte mir ein bisschen, also ich finde dieses Applikator-Dings hier halt nicht so cool. Ich weiß, das soll halt Charlotte Tilbury ja, glaube ich, der Typ dazu sein. Ist mir für meine trockene Haut nicht feuchtigkeitsspendend genug, weswegen ich meistens dann noch einen feuchtigkeitsspendenden Primer dazu mache. Apropos feuchtigkeitsspendend, den Hydro Gripping Primer von Trend It Up, der ist glaube ich auch relativ neu im Sortiment, relativ. Mit Hyaluron, Niacinamide und Vitamin B5 mag ich sehr. Der ist nicht so ein typischer Gripping Primer für eine extrem ölige Haut, sondern tatsächlich eben für eine trockene Haut. Und ich mag den sehr und kombiniere den aktuell immer regelmäßig mit ein bisschen Schimmer. Entweder mit dem hier oder tatsächlich mit den beiden, also einen von den beiden. Das eine ist von L'Oreal, der Glow Cherie. Das ist ein Natural Glow Enhancer, den kann man theoretisch auch als Highlighter oder irgendwas dergleichen benutzen. So ist, glaube ich, der Gedanke. Oder in die Foundation mixen und so weiter. Ich mixe es, wie gesagt, immer in den Primer. Und von Manhattan den Insta Strobe and Highlight Wear or Mix with Foundation 2-in-1 Use Highlighter. Auch den kann man eben reinmischen oder separat benutzen. Finde ich beide sehr, sehr cool. Also die 4 Produkte bleiben definitiv bei mir. Das hier werde ich erst wieder im Sommer brauchen, aber das habe ich letztes Jahr wieder für mich entdeckt und das werde ich definitiv wieder benutzen. Und es liegt halt einfach in meiner Schublade drin, bis ich es wieder brauche. Aktuell bin ich noch zu hell dafür. Aber das sind die Glow Bronzing Drops. Damit könnt ihr eure Foundation so ein bisschen an eure Sommerfarbe anpassen, wenn ihr ein bisschen Farbe gewonnen habt. Das ist von Judith Williams. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, weil die habe ich auch schon 2 Jahre. Wir reden jetzt nicht darüber, dass man das wahrscheinlich innerhalb von kürzerer Zeit... Oh, 36 Monate, das kann ich noch ein Jahr benutzen. Warum mal. Was jetzt weitergeht, weil hat mir tatsächlich nichts irgendwie getan. Ich mag die Konsistenz nicht, ist mir zu trocken. Ich glaube, super für eine ölige Haut. Dani, willst du das haben?
Von Sisi, das war auch ein Primer. Den gibt es auch in verschiedenen Farben. Das war hier so eine kleine Größe. Das war meine letzte Sisi-Box, die ich nochmal probiert habe. Und nee, also das, die war wirklich durchgefallen. Aber es wurde ja auch nicht besser. Guckt mal bei Dani auf dem Kanal. Da, ja. Geht weiter, kommt in die Kiste. Die Primer sortiere ich gleich ein. Ich habe mir gleich mal noch ein paar andere Sachen geholt, damit wir hier hintereinander weg immer. Und dann sortiere ich immer zwischendurch weg. Wo ich, glaube ich, noch mindestens einen anderen habe, den ich jetzt vielleicht erstmal benutzen werde, sind meine Under Eye Corrector. Da habe ich ja einmal den von Catrice, den Under Eye Brightener. Den gibt es, glaube ich, inzwischen auch in der zweiten Farbe. Ich habe hier noch diese Original erste Farbe. Lasst mich gucken. Light Beige, genau, 010. Und was ich ziemlich cool finde und ein sehr gutes Dupe oder Alternative ist, zumal es auch größer ist, also da ist fast doppelt so viel drin, von Revolution den Eye Bright Corrector in der hellsten Farbe. Ich glaube, das müsste dann Light to Medium, genau. Das habt ihr hundertprozentig schon mal gesehen, wenn ihr euch mit Eye Corrector, Under Eye Corrector beschäftigt habt. Ich liebe die, ich gehe nicht mehr ohne aus dem Haus. Meine Augenschatten freuen sich, dass sie dann wechselt. Genau. Aber ich habe definitiv einen aus einer Limited Edition, der müsste da hinten irgendwo in der Box liegen. Und den werde ich dann auf jeden Fall mal benutzen, um weiter zu testen. Foundations habe ich auch ein paar alle gemacht. Und Fun Fact ist, die nächste dauert nicht mehr lange. Die lasse ich vielleicht auch drin, um sie alle zu machen, um dann aber noch neue reinzupacken. Ich liebe aktuell die Superstay 24 Hour Skin Tint Foundation. Sie ist für mich, für meinen Hauttyp, für alles einfach... Ich habe schon eine von diesen Flaschen leer gemacht und auch die hier wird nicht mehr lange. Ich gucke gerade mal, ob ich hier neben dem Licht so ein bisschen erkennen kann. Ja, da ist nicht mehr so viel drin. Also ich merke es ja auch von der Fülle her. Mega gut. Die mache ich jetzt auch noch leer, aber die ist mir aktuell eigentlich fast ein bisschen zu dunkel. Aber die ist auch, glaube ich, fast leer. Es war auch, glaube ich, schwer, die letzten Reste hier rauszukriegen. Von Revive the Loop, dieses Kollagen-Make-up, Natural Porcelain. Auch das war halt schon relativ dunkel. Also ist eher so eine Frühlings-Sommerfarbe für mich. Ist jetzt aber auch alle, kann also weitergehen. Von Trended Up, die Perfect Pearless Matte Foundation. Ich habe nicht gesehen, dass das eine matte Foundation war. Gebe es zu, ich habe mich, glaube ich, nur vom Packaging, oder? Ja, das ist die. Habe mich nur vom Packaging reißen lassen und dachte, cool, eine neue Foundation von Trended Up. Ich hatte sie im Laden geswatcht und sie war ziemlich nice, weil sie super flüssig ist, also ähnlich wie die hier. Aber die ist eher was für ölige Haut. Die macht bei mir eine sehr trockene Haut und ich weiß, jemand hatte mir letztens als Nachricht geschrieben auf Insta, als ich das erzählt hatte, wie schlimm das aussieht abends. Ja, ich muss die Haut darunter gut pflegen und ich dachte so, ich pflege meine Haut wirklich gut. Ich habe deswegen ja auch immer einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter und so weiter. Ich habe den mit verschiedenen ausprobiert, der ist einfach nicht für mich. Deswegen geht die jetzt weiter. Da wird sich hoffentlich jemand anders drüber freuen. Die ist mir aber auch müh, glaube ich, zu dunkel. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich will sie jetzt nicht weiter swatchen. Geht auf jeden Fall weiter. Die ist mir auch noch zu dunkel, ansonsten mag ich die tatsächlich sehr, aber ja, da muss auch erstmal noch ein bisschen Sommerfarbe kommen. Und das war aus der Celebrate the Day LE von Revive the Loop, das Serum Skin Tint mit einem Lichtschutzfaktor 30, den ignorieren wir jetzt mal. Genau, mag ich auch sehr, aber wie gesagt, die ist leider zu dunkel aktuell, also auch das ist eher eine Sommerfarbe. So, last but not least in der ersten Runde sind die Concealer und ich muss sagen, gefühlt habe ich eigentlich nur zwei richtig viel benutzt, weil ich sie eingefärbt habe. Ich kann euch aber natürlich trotzdem auch was zu den anderen sagen, aber das sind halt aktuell echt meine Favorites. Ich habe zwei Concealer rosa eingefärbt, also leicht rosé getönt, auch in unterschiedlichen Stärken, also der ist deutlich rosaner als der. Sieht aber nicht schlimm aus, habe ich euch hier auch schon in Reel gezeigt. Und die benutze ich gerade super gerne. Das einmal ist von Revive Loss Me, der Skin Optimizer, der Under Eye Concealer. Und das andere ist der Camouflage Concealer von Essence. Beide mega gut, erfüllen ihren Zweck und lassen sich halt wunderbar mixen. Werde ich jetzt aber auch erstmal austauschen. Dann hatte ich, und den habe ich so wenig benutzt, und ich glaube, den werde ich mir nochmal reinpacken, um den halt weiter zu testen. Die sind jetzt alle nicht eingefärbt, sondern haben ihre Originalfarbe. Von Evelyn Cosmetics, der Wonder Match Skin Absolute Perfection Creamy Concealer. Den will ich auf jeden Fall weiter testen. Das heißt, den werde ich jetzt auch nochmal hier zur Seite stellen und gleich wieder einsortieren. Den True Match finde ich super von L'Oreal. Der ist auch sehr, sehr leicht, hat aber eine gute Deckkraft. Kann ich auch sehr empfehlen. Sisi ist okay.
Der hat nicht so eine starke Deckkraft, muss ich sagen. Der liegt aber auch sehr, sehr leicht auf der Hand. Der ist aus der Desert Collection, deswegen hier diese Sprinkles oben drauf. Auch sehr, sehr nice. Ich denke, was jetzt weitergehen wird, weil ich tatsächlich eine bessere Alternative gefunden habe, und ich muss gerade mal gucken, ob das ausgetrocknet ist. Nein, ist das nicht. Ist der rosane Concealer von Averde, mit dem ich hier mein erstes Anti-Augenringe-Video abgedreht habe, was ziemlich gut gelaufen ist. Also mein Short. Aber den werde ich jetzt weitergeben. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht. Gebe ich den weiter, sortiere ich den aus. Ich glaube, den sortiere ich sogar eher aus. Der ist schon sehr lange offen. Wir gucken ja auch immer bei den weitergegebenen Produkten, wie lange sind die offen. Und natürlich muss die Katze jetzt auf Toilette gehen. Den Banana Radier, Banana Lowlighter von Radial, den mag ich tatsächlich sehr. Und ich bin immer so ein bisschen, dass ich den nicht benutzen will, weil er halt so klein ist und so sauteuer ist. Aber der hat auch eine ganz tolle Leichtigkeit und liegt super auf der Haut. So, während die Katze hier noch arbeitet, ich sortiere jetzt einmal kurz hier meine Sachen ein und dann gehen wir in die nächsten Sachen. Ich zeige euch natürlich nicht, was ich neu einsortiere, denn ihr wollt ja dann beim nächsten die Klatte wieder mitgucken. Und wie gesagt, da sind auch ganz viele Neuheiten, die hinter mir stehen. Das sortiere ich auch alles erst im Nachhinein ein. So, nächste Runde ist Setting Powder, Blush, Contour, Bronze und Highlight. Genau. Fangen wir mit Setting Powder an. Da habe ich mich tatsächlich probiert und habe kein Produkt gehabt, was ich jetzt nicht weitergeben würde. Ich hoffe sehr, dass sie dieses Produkt ins Standardsortiment bringen. Rival, ich liebe euch. Das Cherry Bloom Under Eye Baking Powder. Ich habe es wirklich schon viel benutzt. Es ist jetzt noch die Hälfte drin. Ja, ein bisschen weniger sogar. Also man sieht es hier, glaube ich, so ein bisschen. Es ist wirklich gut aufgebraucht. Ne? Hier unten ist es. Warte mal. Ja, doch, so kann man es, glaube ich, so ein bisschen sehen. Und ich benutze das wirklich täglich. Ich habe ein anderes in meinem selbstgefüllten Adventskalender gehabt, deswegen wandert das jetzt leider erstmal raus. Aber das ist wirklich ein sehr, sehr geliebtes Produkt von mir. Das Puder von Lotte London hatte ich inzwischen schon zweimal oder so drin gehabt. Ready, Set, Go. Muss man ein bisschen aufpassen, das trocknet die Haut relativ schnell aus. Wenn ihr also eine ölige Haut habt, ist das super. Bei trockener Haut weniger ist mehr. True Skin Mineral Loose Powder von Catrice, solides Puder, auch hier weniger ist mehr für trockene Haut, aber das gilt grundsätzlich für die meisten Puder tatsächlich. Das geht jetzt weiter. Ich weiß, Dani liebt das total und ich habe es mir tatsächlich unter anderem deswegen geholt, aber ich fühle es gar nicht und ich glaube, ich sette nicht so stark mit so einem Puder, dass ich es viel benutzt habe. Das ist dann wirklich doch vielleicht eher was für eine ölige Haut. Wie gesagt, ich weiß, Dani liebt das Brightening Up. Brighten Up Banana Powder, aber für mich ist es nichts, geht weiter. Aus der Blooming Beauty LE, also auch schon ein bisschen älter von Rival Loves Me, das Transparent Powder, das hat so eine schöne Pressung in unterschiedlichen Farben, settet gut, trocknet nicht so schnell aus, nice. Max & More, bis ich dieses Ding irgendwann mal alle habe, vergehen auch 10 Jahrzehnte. Das kann ich wahrscheinlich noch an meine Enkel vererben. Das Go Flawless Magic Mango. Das hat auch wirklich einen ganz leichten Geruch, aber nicht zu stark. Mag ich sehr. Auch hier weniger ist mehr. Settet aber sehr schön. Laura Mercier. Das, ich weiß gar nicht, hast du einen Namen? Translucent Loose Setting Powder. Ja, ist so eine kleine Größe. Hatte ich irgendwo mal in der Box oder im Adventskalender. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ist nice. Die kleine Größe macht es natürlich schwierig. Ich mache das ja mal in so einen Deckel rein. Aber ist ein schönes Puder, genauso wie das von Hourglass. Hier muss ich auch wirklich sagen, trocknet nicht so doll die Haut aus. Sehr, sehr nice. Das sind wirklich Puder, die ich fürs ganze Gesicht jetzt genutzt habe. Mein heimlicher Favorit, ich glaube, den habe ich die meiste Zeit benutzt, ist der Soft Glam Filter. Das Puder davon, also aus der gleichen Reihe, wie ich auch der Primer ist von Catrice. Ich mag das so sehr. Ich liebe ja Schimmer. Ich glaube, das sieht man auch, dass ich Schimmer liebe, ne? Also, wenn man halt eigentlich zu trockener Haut neigt. Sehr, sehr nice. So, machen wir weiter mit den Creme-Produkten. Contour. Ich muss das jetzt umfüllen. Wartet mal, ich habe das Original hier schon als Backup liegen tatsächlich. Das kann ich aber erstmal wegfüllen, weil ich festgestellt habe, wie viel ich noch aus dieser scheinbar leeren Packung rausgequetscht gekriegt habe, als ich mich einfach mal hingesetzt habe und es rausgequetscht habe. Ich hätte euch auch einfach die leere Packung zeigen können. Egal. Und zwar habe ich euch schon mehrmals gesagt, ich liebe dieses Produkt. Das ist nicht Contour, das ist
Bronzer, und zwar Liquid, der Liquid Bronzer von Revolution aus der Superdrew-Reihe. Und da habe ich jetzt wirklich den letzten Rest. Und das ist immer noch so viel. Ich glaube, damit werde ich noch ein halbes Jahr klarkommen. Weil ich, dadurch, dass ich den jetzt auch so hier gezielt mir rauftippen kann, ich noch weniger benutze als sonst. Also wenn der mir nicht irgendwie kippt, habe ich den noch eine Weile und habe das Backup. Das kann ich nämlich gleich mal wegräumen. Finde ich auch ganz nice. Wo packe ich den hin? Ja. Der bleibt definitiv drin. Das ist auch mein einziger Liquid Bronzer tatsächlich, den ich habe. Habe ich gerade erst ein Backup bekommen. Finde ich ziemlich cool. War nämlich im Adventskalender von Luisa Crashen. Dementsprechend lasse ich den jetzt auch tatsächlich drin, weil der super schön kühl ist, der Rival Loves Me Contouring Stick. Ich benutze nur diese Farbe und diese Seite. Der hat auch eine helle Farbe und der ist so schön kühl. Perfekt zum Konturieren. No Name Marke habe ich euch hier auch gezeigt von, als Short und ich glaube auch als Video. Von Key Best gibt es auf Amazon. Das ist die 01, wenn ihr euch den nachbestellen wollt. Der ist halt auch ein Charlotte Tilbury Dupe. Ich habe jetzt tatsächlich mal versucht, so ein bisschen hier oben dieses diesen Schwämmchen-Applikator sauber zu machen. Das hat auch tatsächlich ganz gut funktioniert. Ich sehe, dass der wesentlich weniger angeschwollen ist. Den dreht man dann nämlich hier unten. Das ist das einzige Problem, es lässt sich nicht gut aufdrehen. Es ist nicht so ein bisschen, eigentlich zum Öffnen dreht man den nämlich auf. Und wie gesagt, das ist das einzige Problem, man dreht ihn sehr gerne so auf. Eigentlich hat er hier unten nochmal hier eine Kante, wo man ihn aufdreht und dann erst kommt was raus. Aber das immer hinzukriegen ist, so jetzt habe ich es. Und es ist trotzdem noch was dran, ne? Ich habe braune Finger. So. Da hätten sie, ich glaube, logischer wäre es gewesen, den Drehkopf in die andere Richtung zu justieren, sodass man, wenn man den versucht aufzudrehen, nicht das ganze Ding aufdreht, sondern eher unten den fester zuschrauben würde. Das hätte, glaube ich, ganz gut funktioniert. Und dann kommt hier oben nämlich was raus. Den werde ich auch definitiv erstmal drinnen lassen, weil der ist auch so schön kühl. Ich höre es ploppen. So, ich denke, das reicht. Dann haben wir ihn jetzt wieder gut gefüllt. Und wie gesagt, man kann dieses Dingchen sehr gut sauber machen. Der kommt definitiv wieder so rein. Ich bin auch ehrlich, bei den Liquid-Konto-Produkten habe ich auch jetzt nicht so eine Riesenauswahl. Der Halo Glow Beauty Wand in der Konturfarbe Fair to Light von e.l.f. ist auch mega toll. Der hat quasi einen ähnlichen Aufbau wie das, was ich euch eben gezeigt habe. Nur, dass das hier tatsächlich zum Aufschrauben ist und das Ding ist halt immer offen. Aber wenn ihr das zuschraubt, geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Dann mache ich erstmal mit Bronzer und Co. weiter, dann kann ich die Schublade nämlich schließen. Wenig benutzt, weil er erstens zu schön ist und zweitens tatsächlich es wirklich ein kühler, eigentlich Konturton ist und ich nicht nochmal nachträglich, nachdem ich meinen Liquid Contour und Liquid Blush drüber gemacht habe, nochmal konturiere, ist der ja, Palace Sedentary Contour. Das Ding behalte ich auch einfach nur, weil es schön ist, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Feel the Bronze von Evelyn Cosmetics. Super dunkel, müsst ihr echt aufpassen, obwohl ich schon die letzte Farbe Milky Way bestellt hatte. Ja, genau. Mega nice. Auch Riesenfan tatsächlich bin ich von dem Altera aus der Berry Crush LE, der Bronzer. Der ist nämlich wirklich schön. Der hat aber ordentlich Schimmer drin, muss man mögen. Ist aber nicht zu stark sichtbar dann auf dem Gesicht. Von Gosh Cosmetics hatten wir, glaube ich, in der Pinkbox das Bronzing Powder 02 Natural Glow. Sehr schöner, so schöne Farbe. Sieht jetzt hier sehr gelblich aus, ist es dann aber nicht im Gesicht. Über den brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Wir alle lieben den Love Bronzer. Einfach mega. Genauso wie Lovely, den habe ich tatsächlich am Ende jetzt relativ wenig benutzt. Ich freue mich ja, wir fahren wieder nach Polen. Wir gehen wieder in den polnischen Rossmann. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Haul. Das ist halt ein von der Golden Glow Bronzer und der ist halt komplett matt, ne? Also wer den mag, mega gut. Ich schiebe übrigens, das mal für euch zur Info, meine 700 Abonnenten wahrscheinlich ein bisschen nach hinten, mein Feiern. Ich freue mich schon, dass wir es schon haben, denn ich plane ein, zwei Sachen euch aus Polen auch zu holen und in das Verlosungspaket zu machen. Wisst ihr Bescheid. Und von Biokura, das ist Aldi Make-up. Auch mega toll, weil es auch nicht schimmrig ist, sondern nur die schöne Farbe hat. Mega gut. So, dann machen wir mit Blush weiter. Ich liebe Liquid Blush, das wisst ihr. Dementsprechend war auch so sau viel in meinem Adventskalender. Ein bisschen was habe ich euch ja in meinem Adventskalender-Schminki gezeigt, noch was in meiner Weihnachtsbag quasi war.
Und dementsprechend habe ich auch einige Produkte jetzt da gehabt. Da habe ich auch nichts, was ich aus... Doch, eine Sache sortiere ich aus, und zwar die Rival Loves Me Cream Blush Palette. Ich finde zwar die Idee super, aber diese Fännchen sind nichts für mich und ich bin eher Fan von wirklich Liquid und nicht so diese Art von Cream. Hier ist übrigens ein Highlight-Ton, das sieht man auch relativ gut. Die ist schön, ich werde die nochmal sauber machen und dann geht sie weiter. Da wird sich hoffentlich irgendjemand aus meiner Mädelsgruppe oder aus einem der beiden eben Trashies dann freuen. Bei dem bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Das ist von Rouge Française, der Zenobé Blush Cream. Die ist wirklich schön von der Farbe her, aber ich benutze sie halt gefühlt nie, weil es einfach nicht mein... Ne? Es ist halt eine ähnliche Größe. Ich gebe es jetzt weiter. Ich bin halt eher der Cream-Typ. Welchen ich tatsächlich behalte, obwohl es auch... ich bin eben nicht der Cream-Typ, so ist richtig. Obwohl das hier Cream ist, behalte ich den aber, weil ich die wirklich schön finde, auch von der Farbe her. Ich meine, hallo. I mean, wie schön sind die bitte? Ich hätte die gerne in der Liquid-Variation. Nix, könnt ihr die in der Liquid-Variation machen? Ich finde die wirklich toll, die Wonder Sticks. Das hier ist die Light Peach und Baby Pink-Variation. Sehr, sehr schön, gehe ich meistens lieber mit einem Pinsel drüber, als dass ich sie mir direkt aufs Gesicht setze, weil ich finde, dass ich sie dann ein bisschen schwerer verblenden kann, als wenn ich sie mir auf den Pinsel setze. Da habe ich jetzt den einen behalten, den anderen hatte ich aussortiert, nämlich den Chicky Blush Shot, der Blush Tint von Revolution. Der war, glaube ich, aus einer LE. Und ich hatte noch eine hellere Farbe, die habe ich aussortiert, weil die auf meiner Haut gefühlt nicht zu sehen war. Ein bisschen anstrengend ist, ihr müsst den wirklich immer ordentlich schütteln, weil erst dann ist was an diesem kleinen Dofer hier dran. Und wenn das alles ist, müsst ihr den halt wieder richtig zumachen und wieder richtig schütteln. Aber der ist mega nice, sehr schöne Farbe. Der Wonder Match 4-in-1 Cheek and Lip Color Balm ist wirklich schön. Ich benutze den nur, der ist von Evelyn Cosmetics, für die Wangen, macht eine richtig schöne Farbe. Den habe ich heute auch drauf, wenn ich mich nicht irre. Doch, ich habe heute Morgen noch gedacht, holl die Waldfee. Der ist wirklich sehr pigmentiert, also der kann ohne Probleme mit den Made by Mitchell mithalten. Ein Dot reicht und ihr habt gut zu tun. Apropos Made by Mitchell, zwei hatte ich drinne. Den habe ich tatsächlich gar nicht so viel benutzt, obwohl der eine perfekte Herbstfarbe war, aber ich glaube, ich habe ihn tatsächlich erst nach dem Herbst bekommen. Das war der Blush in Toasted Terracotta und dann hatte ich noch Rosy Posy, den mag ich besonders, den Rosy Posy. Die sind super toll, da reicht wirklich ein Dot, weil die so cremig sind, die lassen sich aber so toll verblenden, einwandfrei. Beim nächsten Produkt bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist von Trended Up der Multi-Sticks Cheek, Lip and Eye. Ich finde die Farbe total schön, aber ich glaube, erstmal wackelt dieses Ding hier drin so ein bisschen. Und der ist mir auch müde zu trocken, gehört halt in die Kategorie eher Cream. Sortiere ich jetzt aus. Ich bin halt ehrlich, das ist... Ich weiß halt inzwischen, ich muss die wirklich testen. Und die müssen eigentlich so halb, schon halb flüssig sein, damit ich Cream- oder Stick-Sachen mag. Ich habe von der Halo-Reihe gleich einmal alle durchgeholt, also auch einen Blush und einen Highlighter. Ich glaube, der Highlighter ist hier erstaunlich. Doch, der ist auch dabei. Das ist die Farbe Berry Radiant und die ist so, so schön. Hier habt ihr auch nicht das Problem, dass ihr so schnell zu viel habt. Definitiv nicht. Sehr, sehr nice. Und noch zwei Revolution-Produkte. Einmal von Makeup Revolution, der Sienna Blush in der Farbe. Ich glaube, Sienna ist die Farbe. Ja, genau, Liquid Blush. Sehr, sehr schön, sehr heller, kühler Ton, also jetzt perfekt für den Winter gewesen. Und ich habe den gesehen, ich muss den kaufen. Damit färbe ich übrigens meine Concealer ein. Der Super Dewy Blush, also das ist die gleiche Form und die gleiche Reihe wie meine Bronze, Liquid Bronze. Das ist die Farbe... Ah, das ist immer schade, die schreiben das immer hier nicht drauf. Ah, hier. You had meat. Du hattest Blush. Ich weiß gar nicht, ob hier doch noch was draufsteht. So, Vorderprodukte habe ich natürlich auch ein paar zur Auswahl gehabt. Einmal von Evelyn Cosmetics. Ich hatte euch letztes Jahr irgendwann Evelyn Full Face gemacht, ne? Deswegen hatte ich hier. Das ist eben Feel the Blush. Das hieß immer Feel the Reihe. Color Sculpting, die Farbe 04 Tea Rose. Und das war so ein, also der passte perfekt zu diesem Terracotta-Ton von Mitchell eigentlich. Sehr, sehr schön. Dann Bright Look Blush von Rival de Loup, der war eben doch aus einer LE, ist eine sehr schöne Farbe und auch sehr kräftig, muss man aufpassen. Den hatte ich mal in irgendein Trashy, glaube ich, drin, der 11, auch mega schöne Farbe. Ja, steht hier nicht mal was drauf. Von PS Primark.
der Blush High Pigment Blusher für 2 Euro. Konnte man jetzt sich echt nicht beschweren. Ist eine sehr schöne, kühle Farbe. Und Blooming Beauty, glaube ich, hieß die LE. Ich kann es euch nicht mehr sagen, weil es ist schon fast der Spring Red Blush, der so mehrere Farben hier drin hatte. Alles sehr schöne Blushes. Ich habe immer gerne eigentlich zu jedem gegriffen. Wirklich nice. Machen wir weiter mit den Highlight-Produkten. So, ich habe benutzt und mag das immer noch sehr, auch wenn es ein bisschen Dreck macht. Von Sleek, das Highlighting Elixir Illuminating Drops. Die haben so einen schönen rosa Tint. Die sind ganz, ganz dickflüssig. Also da braucht ihr wirklich nur, ich dotte mir dann immer so hier einfach 2 Punkte rauf und verblende das mega gut. Ähnliches Farbschema von Matte Maski, eigentlich Blush Drops. Es ist kein Blush, es ist Highlighter mit ein bisschen oder Sastich. Wie das, nur noch weniger. Und sehr flüssig. Die nächsten 3 Produkte sortiere ich aus. Es sind wieder mal Cream-Produkte und Stick-Produkte. Bei Contour einwandfrei, bei Blush und Highlighter ist es einfach nicht meins. Und ich teste mich jetzt gerade durch, ob ich sie benutze. Und wenn ich sie nicht benutze, wenn ich nicht dazu greife, gehen sie weg. Max & Moore, also Eigenmarke von Action, habe ich diese beiden Farben da. Das eine ist, hier ist Shine Bright. Das ist so ein heller Champagnerton und der andere hat so ein bisschen rosa drin. Illuminous oder so heißt der. Und dann hatte ich hier noch von Revolution, war der, glaube ich. Den muss ich auch irgendwie mal sauber machen. Der ist ja so widerlich dreckig. Der ist nämlich eigentlich ganz doll hell und eigentlich ist die Idee dahinter auch ziemlich cool, weil man hat noch so ein Schwämmchen hier unten, mit dem man das tierisch verblenden kann. Funktioniert nicht gut. Die Farbe ist so schön, aber ich greife halt nicht zu dem, ne? Also ich mag halt auch diese Konsistenz nicht. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme mir dann eher was von der Foundation ab. Jetzt ist es natürlich gesettet, ne? Und am Ende des Tages. Es ist ein total schöner Effekt, aber ich greife einfach zu wenig dazu. Und man merkt auch tatsächlich, wenn ihr damit über die Haut geht, er zieht halt, also er nimmt immer ein bisschen Foundation auf. Ich muss einiges an Make-up sauber machen, bevor ich es dann weitergeben kann. Aber ich muss auch mal was sortieren. Aber bald müsste auch das Trashy wieder bei mir sein. Da habe ich dann auch eine Menge wieder zum Reinmachen. Ähnliches Konzept wie das von Sleek, nur deutlich flüssiger. Liebe ich aber auch von Ilikia Beauty Illuminator. Mega nice. So, ich habe euch gesagt, Halo Wand. Hier ist die Highlighter-Variation. Das ist die Farbe Champagner. Mega toll, liebe ich. Kann ich nichts anderes zu sagen. Ähnlich tatsächlich wie bei Do You. Ich glaube, so heißt die Firma. Das ist der Clair. Das ist so ein schöner, heller Highlighter. Ich mache mir jetzt einfach mal. Dann seht ihr mal, wie ich den eigentlich auftrage. Eigentlich nicht auf einer gesetteten Base, ne? Geile Drops. Und wirklich, und dann verteile ich den einfach ganz entspannt. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen auf einer gesetteten Base komisch aus, aber guckt euch mal diesen Glow an. Ich lieb's. Ich lieb's, Leute. Mega gut. Ich glaube, die gehen jetzt weiter, weil die sind sehr dunkel und dazu habe ich gar nicht gegriffen. Da steht auch Summer Glow drauf, also aber ist auch nicht meine Farbe. Highlighter von Trend It Up geht weiter. Ist Liquid, eigentlich schön. Ich liebe diese Teile. Sie haben, das ist aus der Villains LE und das Coole ist, ich habe von Dani noch die andere Farbe bekommen. Die steht da hinten drin. Das ist der Cruella Highlighter, der hat halt so einen schönen Champagnerton. Ich mag Champagnertöne, es ist halt einfach so. Und ich bin... werde mega traurig sein, wenn der leer wird, weil es gibt zwar inzwischen auch Liquid Highlighter von Catrice und ich finde die auch richtig, richtig toll. Also das muss ich sagen. Aber dieses Packaging war irgendwie... Und die Farben sind auch nicht ganz das, wie das hier ist, muss man dazu auch sagen. Genau. Kommen wir zu den Puderprodukten. Evelyn Cosmetics Feel the Glow. Ich habe von allen eins geholt. Total geile Farbe, ne? So ein richtig heller Holoton. Mega cool. Also ich versuche euch das mal gerade. Einzufangen. Aber der ist wirklich. Und der ist wirklich so richtig nice holo. Seht ihr das, wie sich die Farbe verändert? Das ist der Hammer. Sehr schöner Ton, so zwischen Orange und Rosa. Mega. Zwischen Orange und Rosa ist auch der hier aus der. Gott, wartet, ich habe den Brilliance Crush, müsste das die LE gewesen sein. Ich habe da drüben nämlich noch die passende Lidschattenpalette, die ich aussortiert habe.
Und hier sind zwei Töne drin, einen etwas stärkeren und einen etwas gedeckteren. Der hier geht nämlich deutlich mehr ins Rosa. Mag ich total. Ich gehe da auch immer quer durch, ne? Von Revallis Me aus der Tropical, LE. Der Highlighter, mega schön, so einen schönen Goldton. Nice. Ich denke, den gebe ich jetzt weiter. Der ist von Revolution, der ist schön, aber irgendwie greife ich nicht zu dem. Geht weiter. Gleiches geht tatsächlich von Vibo, den hatte ich irgendwo mal drin gehabt. Der Highlighter Royal Shimmer, der ist schön, der ist wirklich schön. Das ist ein ganz toller Ton, aber ich greife halt nicht dazu. Ich glaube, das liegt auch unter anderem an der Größe. Ich mag halt so eine gewisse Standardgröße. Also wir bei den Sisi-Produkten, guckt euch das an. Oh mein Gott, mega schön. Bisschen dunkel, also eher was für einen Sommer. Ich kann euch keine Nummern sagen, es ist alles auf Chinesisch. Den liebe ich sehr, den habe ich mir aus dem Trash hier rausgenommen. Revallis Me 2-in-1 Baked Rouge Highlighter. Das sind für mich zwei Highlighter, kein Baked und Rouge. Aber die sind auch so toll. Das ist halt so ein bisschen, ne, in dem gleichen Vibe wie der. Und last but not least, 4 Euro. Schon relativ teuer für Primark, aber auch ein... Sammy, nee. Runter. Runter. Danke. Super schöner Highlighter. Halt, geht halt ein bisschen mehr in dieses Bronzige. Sehr, sehr nice. Sassi aus dem Schnitt hier, wundert euch nicht, ich bin ungeschminkt und super müde. Ich bin gerade beim Schnitt und Leute, dieses Video würde jetzt noch Minimum 20 Minuten wahrscheinlich gehen. Deswegen werde ich jetzt hier einen Cut machen und ihr seht den zweiten Teil im Laufe der Woche dann, damit ihr erstens genügend Videos von mir kriegt und vielleicht auch nicht immer die Muße habt, ein langes Video zu gucken. Und für mich geht es jetzt ein bisschen schneller dann mit dem Hochladen und so weiter. Damit ihr euch also nicht wundert, folgt mir gerne also für den zweiten Teil. Der kommt dann in ein paar Tagen online. Da machen wir dann Lippi, Lidschattenpaletten, Mascara und was halt sonst noch so fehlt, Augenbrauen und Co. Da dürft ihr also sehr gespannt sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben und ein Abo auf meinen Kanal freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns ganz, ganz bald zum zweiten Teil oder generell zum nächsten Video wieder. Bis dahin verlinke ich dir hier meine Playlist mit den Declutter-Videos. Hier geht es zu meinem Kanal zum Stöbern und Abonnieren. Hier findest du meinen Zweitkanal. Hier dreht sich alles ums Lehrersein. Und hier findest du das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Jetzt haben wir's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Tag oder Abend. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Ciao, ciao!